Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du hier bist. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Nirjana, ein Medium der neuen Zeit. Ja, meine Lieben, heute geht es um das Erwachen bzw. um die innere Show. Vielleicht hat sich der eine oder der andere schon mal Gedanken gemacht, was ist denn überhaupt eine innere Show oder was ist das Erwachen? Also dazu kann ich sagen, Erwachen ist jetzt nicht nur ein Moment, den du hast und dann sagst du, wow, ich bin erwacht. Nein, Erwachen, das sind einfach mehrere Situationen, welche dich immer mehr erkennen lassen, wer du bist, wer du in früheren Zeiten warst und ja immer noch bist, also wer dich so deine Göttlichkeit erkennen lässt und was dich ganz tief fühlen lässt, wer du in Wirklichkeit bist. Ja, es hört sich alles sehr abstrakt an und es ist auch so, es gibt wirklich viele Momente des Erwachens, wo man mit jedem Moment aber auch immer tiefer in dieses Verstehen hineinkommt, in dieses Verstehen, wer bin ich, was ist meine Aufgabe, was tue ich hier auf der Erde und ja, wer bin ich? Also die, und da geht es dann auch darum, die Göttlichkeit, die eigene Göttlichkeit zu entdecken, zu erfahren und letztendlich zu leben. Das ist jetzt in drei kurzen Sätzen ganz schnell gesagt, aber es ist ein Prozess und es gibt viele Möglichkeiten, diese Erfahrung zu machen. Und zwar habe ich gedacht, ich erzähle euch einfach mal von meiner inneren Show. Das war so ein unheimlich tiefgreifendes Erlebnis. Ja, die menschlichen Worte sind nicht ausreichend, um das zu beschreiben, aber ich versuche es einfach mal, damit ihr so die Vorstellung bekommt, was ist denn mit einer inneren Show gemeint? Eine innere Show ist, kommt plötzlich, also man kann das auch nicht herbeiführen, sondern sie zeigt einem auf einmal eine oder mehrere Szenen aus einem früheren Leben, was eine Schlüsselfunktion hat. Und das, wie gesagt, das, ich habe das ganz plötzlich erlebt und ich war also, habe ein Channeling angehört und auf einmal schossen die Bilder in mich rein. Ich war wie in einer anderen Welt. Ich habe das so erlebt, diese Situation, wie wenn ich sie in der Jetztzeit erlebe. Also ich war vollkommen im gleichen Gefühl, wie ich jetzt bin, wenn ich zu dir spreche. Ich habe so aktiv alles nochmal mitgemacht, wie ich damals schon gemacht hatte. Es war in Nyros mit Thoth, wo es darum ging, dass alle Avatare gebetet haben. Diese Situation habe ich nochmal erlebt, so wie wenn ich sie das erste Mal erleben würde. So war das. Und es war diese Energie, die ist durch mich durchgeflossen. Ich habe mich genauso gefühlt wie damals. Ich habe die gleichen Worte gesprochen, also wirklich jedes Wort. Ich weiß das ganz genau. Das hatte ich damals gesprochen. Das habe ich in diesem Moment wieder gesprochen. Ich habe also, ihr könnt euch vorstellen, diese Situation haargenau noch einmal erlebt. Und das ist es unbeschreiblich. Man kann sich's nicht vorstellen, aber es war so, ich habe alles gesehen. Ich habe die Landschaft gesehen, ich habe die anderen Personen gesehen, ich habe Todd gesehen, ich war ich selbst. Also es war so eine hohe Energie, die mich damals eingehüllt hat und die mich diese Situation nochmal hat erleben lassen, dass ich wirklich ein Jahr lang, kann man sagen, immer noch sehr bewegt war, wenn ich daran gedacht habe. Jetzt habe ich eine gewisse Neutralität dazu, sonst könnte ich jetzt nicht so darüber sprechen. Also es hat sehr, sehr viel mit mir gemacht und ich weiß genau, was ich alles mit Todd und auch mit den Avataren zu tun habe. Es ist ja, es ist einfach
Wow, es ist so ein tolles Erlebnis. Und so gibt es auch von den inneren Shows mehrere innere Shows. Also es ist nicht nur ein Erlebnis, was dir dann, was dich weiterbringt, sondern das sind mehrere aneinandergereihte, immer wieder Puzzleteile aus früheren Leben, wo du aber in diesem Moment so aktiv bist, dass du denkst, es geschieht in der Jetztzeit, wo du so richtig dabei bist. Und ich kann nur sagen, wow, das ist so wunderschön gewesen. Und es kam auch diese innere Show, die kam, weil ich nichts erwartet habe. Das ist der Punkt. Also wenn man in der inneren Erwartung ist, dass so etwas geschehen soll oder auch, dass das Erwachen geschehen soll, dann geschieht nichts. Das ist einfach, ja, ein Gesetz der Energien, vielleicht könnte man so dazu sagen. Es ist einfach so, sobald sich eine Energie unter Druck gesetzt wird durch eine Erwartung, geschieht nichts. Die Energien sind frei, die möchten fließen, die möchten einfach, ja, den Menschen im Fluss weitertragen. So war das bei mir und wow, plötzlich war diese Situation da und ich bin so richtig reingetaucht. Es ist unbeschreiblich. Ich hoffe, ich kann es dir so ein bisschen, ja, rüberbringen. Das ist also diese innere Show und da ist dann auch dieses Gebet, was ich damals gesprochen hatte, das habe ich noch so genau im Kopf, dass ich da sogar das später aufgeschrieben habe, um einfach das nochmal nachzulesen, um das nochmal zu fühlen und noch tiefer, tiefer, tiefer alles in diese schöne Erlebnis oder in meine eigene Persönlichkeit einzutauchen, in mein eigenes Ich. Ja, und Erwachensmomente ist jetzt nicht unbedingt immer eine innere Show. Ich würde sagen, das ist schon etwas Selteneres. Es gibt andere Erwachensmomente, wo man sich intensiv fühlt, wo man seine eigene Göttlichkeit fühlt, wo man spürt, dass die Energie durch einen fließt und man diese tiefe, enge Verbundenheit fühlt zu der Quelle von allem, was ist. So könnte ich es beschreiben. Jedoch ist es für jeden Menschen total anders, total individuell. Ich kann jetzt einfach nur so von meinen Erlebnissen sprechen und vielleicht magst du ja oder mag einer von euch wieder unten im Chat reinschreiben, was das jetzt mit euch macht, dass ich das erzählt habe und wie es für euch ist oder vielleicht hat ja der eine oder der andere auch schon solche Erlebnisse gehabt und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Und wer mich noch nicht abonniert hat, der darf dies gerne tun. Das freut mich natürlich auch sehr. Und über ein Like natürlich auch, ganz logisch. Ja, ansonsten sage ich, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch das Allerliebste, Allerbeste und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dann. Tschüss.